Oh Mann, Freunde, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Breath of Fire 2. Einer der nervigsten Kämpfe im ganzen Spiel steht nun an. Wir müssen gegen dieses Terrapin-Monster kämpfen. Ich hoffe, dass meine Kraft und meine Fähigkeiten jetzt für diesen Kampf reichen. Umsonsten sieht es sehr schlecht aus. Wir machen ganz normal weiter. Wir werden mit Stan die Bombe benutzen und mit Nina den Zauberspruch Cold. Soweit erinnere ich mich noch, das müsste eigentlich so das Beste sein, was die beiden machen können. Wie wir sehen, sind wir schneller als dieses Monster. Ich hoffe, es bringt uns auch was. Brainwave, ja, super. Das ist nämlich eine von den Aktionen, die ich hasse wie die Pest. Er kann einen von uns, unseren Charakteren unter Kontrolle bringen und ihn dann dazu bringen, die eigenen Charaktere anzugreifen. Das ist eine nervige Funktion. Der hat aber noch ein paar viele mehr. Ich hoffe nur, dass wir diesen Gegner so schnell wie möglich über den Jordan schicken. So, jetzt sieht doch schon... Ja, das ist noch einer der harmlosesten Angriffe. Das ist wirklich, wenn er diese Kugeln schießt, ist der harmloseste Angriff, weil das ist ein Angriff, den setzt er nur gegen einen ein. Und wollen wir nochmal schauen, eventuell bringen die anderen Sprüche doch mehr. Weil dieser Cold-Spruch scheint mir jetzt ziemlich schwach zu sein. So, das war's jetzt auch mit Stans Zaubersprüchen. Jetzt gucken wir mal, was Ninas Spark bewirkt. Ja, nicht wirklich viel mehr. Also wir werden... Oh, der Feuerhauch. Das ist die nervigste Aktion. Wir werden uns wohl auf den Kältespruch fixieren. Ein Spezialangriff. Das ist natürlich super, wenn sowas kommt. Wir werden weitermachen. Rafe, da er sehr langsam ist, wird angreifen. Cut heilt sich selbst. Hat jetzt Priorität. Auch Stan wird jetzt ein Blatt werfen und Nina wird den Kältespruch einsetzen. Ich hoffe einfach nur, dass es reicht, wirklich. Weil ich habe diesen Kampf damals abgrundtief gehasst. Habe ich glaube ich damals sogar mal bis auf Level 20 hochgelevelt. Da habe ich wirklich... Das fand ich dann wirklich nicht unbedingt so als nervig, weil es wirklich dafür geht, dazu galt, diesen Gegner zu besiegen, der jetzt schon wieder den Feuer auch einwendet. Und ich bin wirklich gleich einfach nur froh, wenn dieser Kampf vorbei ist. Es ist einfach nur Stress gegen dieses Monster. Ich habe immer gedacht, es gibt nichts Nervigeres, aber als zum Beispiel jetzt gegen bei Suikoden 2 gegen Luca Blei zu kämpfen mit den drei Kämpfen. Aber ganz ehrlich, dieses Monster hat mich vom Gegenteil überzeugt. Es ist nerviger als alles andere. Ich hoffe einfach nur, dass jetzt kein Feuerhauch kommt, weil sonst sind wir schon wirklich in den Allerwertesten gekniffen. Und wir werden jetzt erstmal die Heilprozedur über uns ergehen lassen. So, die wichtigsten Charaktere für diesen Kampf sind geheilt. Oh, wieder Brainway. Es ist Cut unter Kontrolle gesetzt worden. Das Blöde ist, die Person greift sofort dann an, wenn sie unter Kontrolle gesetzt wird. Das heißt, die hat gar keine Auswahlmöglichkeit, irgendwas zu machen. Jetzt geht der Kampf wieder ganz normal weiter. Cut heilt sich wieder. Sie hat wirklich nicht wirklich viel Möglichkeiten, irgendwas zu machen. Und auch Stan wird jetzt wieder ganz normal angreifen mit dem Silberdolch. Vielleicht habe ich Glück und das Monster ist untot. Aber vermute ich eher nicht. Ja, wie gedacht, 40 Punkte, das ist normaler Schaden. Wie ein Kältezauber. Und der bringt nicht allzu viel. Jetzt den Einzelangriff. Gut, Cut kann er angreifen, Cut kontert sogar. Und ich hoffe, dass wirklich mit jedem Angriff, dass das Monster stirbt. Weil das wirklich sehr, sehr stark ist und... Ich hoffe es einfach nur. Nichtsdestotrotz werden wir sehen, wie weit wir kommen. An und für sich bin ich sogar der Meinung, es läuft ziemlich gut. Also überraschend gut. Jetzt wieder ein Kältezauber, Eiswürfel, Bam! Stirb! Nein! Und wieder Brainway und wieder wird Cut unter Kontrolle gebracht. Cut schlägt wieder zu. Ich hoffe, ja, okay, der hält das aus. Das ist nicht so wild. Spezialhandel. Und. Aha, immer noch nicht. Gut, aber jetzt sieht es so nach, wenigstens mal danach aus, als könnten alle mal angreifen. Das werden wir auch machen. Jetzt kommt nur mal ein Tornado-Zauber. Oh, ein Spezialangriff von Cut diesmal. 103. Das sieht gut aus. Das sieht wirklich gut aus. Also. Das war's? Nee. Unglaublich. Ich mache mir so einen Terror?
Und dabei ist das Monster gar nicht so schwierig? Da gibt's ja gar nicht. Also, ich bin wirklich schon fast so weit zu sagen, dass es mir leid tut, so eine Scheiße erzählt zu haben, aber ich habe mir damals echt die Hölle heiß gemacht. Also das Monster ist besiegt. Ihr habt gesehen, Nina hat einen neuen Spruch gelernt und hier scheint irgendwie jetzt der Punk abzugehen. Wir machen uns jetzt auf den Weg raus und das war Panikmache anscheinend von mir. Was ja mittlerweile nicht gerade selten ist, wenn ich schon alleine an manche Themen denke, die bei uns hier in der deutschen Geschichte hier abgehen jetzt gerade. Aber lieber ein bisschen zu sehr Angst machen und sich dann noch mehr freuen als anderes, ne? Oh, Ray wartet auch schon auf uns hier. Diese Vibration. Scheint, als würde der... als würde der Damm überfließen. Oh, oh. Nicht gut. Wir gehen mal an ihr vorbei. Sie geht auch hinter uns her. Und da kommt das Wasser. Ah, Hilfe! Wow! Was ist das denn? Ein Barrierezauber. Wie geil ist das denn? Ich denke, wir haben es irgendwie gestoppt. Aber es hält nicht lang. Schnell! Bitte rettet die Bewohner des Dorfes, die in dieser Höhle sind. Gut, also wir können jetzt Ray nicht ansprechen. Er würde nur das Gleiche sagen. Und er hält immer diese Barriere aufrecht. Wir machen uns jetzt auf den Weg und suchen nach den Menschen. Hier ist schon einer. Hm? Yo, das war so angsteinflößend. Die erste Person ist gerettet. Sie ist auch weg. Das sieht man daran. Man braucht sie nur ansprechen. Insgesamt sind es wohl 6 Leute, so wie ich erfahren habe. Sprechen wir mal diesen jungen Mann hier an. Hä? Ah! Ah, was hat denn? Ja, die haben solche komischen Spinnen auf dem Kopf. Das sind so, ja, Chihoro schimpfen sich die Viecher. Ganz wichtig ist, bei diesen Kämpfen macht bloß keinen Autoangriff. Das habe ich schon festgestellt. Wenn ihr nämlich einen Autoangriff macht, greift ihr den Bewohner an und dann ist der nicht gerettet. Sie sind alle besessen und werden vom Monster kontrolliert. Okay, auch ein Kreon. Ein Kreon vor allem. Ja, den müssten wir jetzt auch möglichst schnell über den Jordan schicken. Sieht auch schon recht gut aus, was hier die Geschwindigkeit angeht. Oh ja, den kannst du ruhig angreifen. Der hat da kein Problem mit. Der schlägt sogar noch zurück. Das ist nicht gerade schlecht. Ja. Also ich bin immer noch total überrascht, dass das so schnell ging gerade. Hm? Oh, noch wieder einer mit so einem Monster auf dem Gesicht. Und ganz wichtig, vergesst nicht die Bewohner angreifen, sondern diese Teile. Weil nur so könnt ihr die Bewohner retten. Danke, bitte rettet die anderen. Ja, das machen wir. Wir sind auf einem guten Weg. Also, entweder habe ich zu gut gelevelt gerade, oder keine Ahnung. Also, das habe ich wirklich selten erlebt, dass ich so einfach mit dem Gegner umging. Vielleicht lag es auch daran, dass er wirklich seine anderen fiesen Attacken gar nicht eingesetzt hat. Zum Beispiel das Erdbeben. Hä? Ah, schon wieder so ein Monster. Ja, dieses Therapin-Vieh konnte nämlich auch die Erde zum Beben bringen. Und das hat auch nicht gerade wenig Schaden gemacht. So, der vierte ist gerettet. Ich bin dankbar. Ich verliere die Stärke, wenn der Dämon in mir drin ist. Ein Kreon. Bevor wir diesen Kreon allerdings bekämpfen, machen wir hier einen kleinen Schnitt und sehen uns gleich nochmal. Sprach der Raven Knight nimmermehr.